Ja, viele fragen mich, wie läuft eigentlich so eine Woche ab? Weil ich reise ja montags morgens früh nach Berlin und bin freitags abends wieder zurück im Wahlkreis in Düsseldorf. Und so eine Woche ist intensiv. Sie beginnt montags morgens mit koordinierenden Aufgaben. Da ich ja so eine Sprecherfunktion habe, habe ich so verschiedene Sitzungen, an denen ich teilnehmen muss. Das ist die Koordinierung der Arbeitsgruppe Verkehr. Da, wo sich die Verkehrsleute der SPD-Bundestagsfraktion zusammenschließen, da gibt es so Vorbereitungen, wie läuft die Woche ab, was plant der politische Gegner, was plant aber auch unser Koalitionspartner und was sind unsere eigenen Initiativen politischer Art, die wir umsetzen wollen, die wir in dieser Woche bewegen wollen. Der Dienstag ist dann geprägt von der AG-Sitzung. Da, wo wir uns intensiv zusammenschließen und gucken, auch mit dem Koalitionspartner, was kann man erreichen, in welche Richtung geht es. Nachmittags die Fraktionssitzung, die große Sitzung, wo wir dann mit allen zusammenkommen, mit allen 193 Abgeordneten, um zu schauen, was ist in anderen Politikfeldern, die ja so wesentlich und so wichtig sind. Hier bin ich jeden Mittwoch, wenn wir Sitzungswoche haben. Hier wird Verkehrspolitik gemacht und digitale Infrastruktur besprochen. Wichtige Zukunftsfelder. Und hier wird debattiert über die Frage, was wir eigentlich erreichen wollen im Verkehrsbereich. Nachholende Sanierung, schauen, was wollen wir an Neubauprojekten haben und wie wollen wir insgesamt die Dinge regeln, sodass wir eine gute, nachhaltige Verkehrsinfrastruktur haben und auch eine gute, nachhaltige Mobilität erreichen wollen. Der Kernsatz für uns Sozialdemokraten ist ja Mobilität für alle. Wir wollen sie erlebbar machen, wir wollen, dass jeder sich mobil verhalten kann. Keiner soll zurückgestoßen werden und das alles muss organisiert werden. Ihr alle seht mich dann am Donnerstag und Freitag im großen Plenarsaal im Reichstag. Manche von Ihnen, manche von euch denken, wo sind die eigentlich? Man sieht ja selten das gesamte Parlament zusammen. Manchmal sind die Reihen sehr spärlich besetzt. Wir sind nicht im Biergarten, sondern wir sitzen dann in weiteren Gesprächen und arbeiten weiter in unserer Fachpolitik und kommen nur dann komplett zusammen, wenn es zu namentlichen Abstimmungen kommt oder wenn wir eine spezielle Debatte haben. Also immer dann, wenn Debatten zu Verkehrsfragen laufen, bin ich selber im Plenarsaal und muss dann auch mit versuchen, meine Politik rüberzubekommen. Und manchmal habe ich auch die Gelegenheit, im Plenum reden zu können und dafür zu sorgen, dass das, was mir wichtig ist, dann auch nach außen gesetzt wird. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, immer wieder mal Menschen im Bundestag begrüßen zu dürfen. Ob als Besuchergruppe, die von Vereinen zu mir kommen, aber auch Schülerinnen und Schüler. Es sind über 500 Schülerinnen und Schüler aus Düsseldorfer Schulen, aus den unterschiedlichsten Schulen, aus Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, aber auch aus Förderschulen und berufsbildenden Schulen, die immer wieder zu mir kommen und erleben, was ich hier mache. Deswegen werbe ich so sehr dafür, wählen zu gehen. Um das zu lernen, um zu wissen, was eigentlich passiert, ist es auch notwendig zu erfahren, was im Deutschen Bundestag passiert. Und deswegen empfange ich sehr gerne Besuchergruppen und freue mich, wenn ich dann aus Düsseldorf auch ein Feedback bekomme, einen Rückfluss bekomme über die Arbeit, die ich hier leiste.